Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Ey, kurzer Reminder, bevor das Video startet. 70%, die hier sich die Videos angucken, haben noch gar nicht abonniert. Von daher kostet nichts. Haut mal gerne ein Abo raus und jetzt viel Spaß mit dem Video. Da stelle ich euch die Frage, wer waren dann über das ganze Jahr 2022 eure MVPs, Defensive Player of the Years, Coaches und Team of the Year? Ja, man muss dir dazu sagen, wir betrachten ja wirklich nicht nur diese Saison, ne, sondern wir betrachten die Saison, die bis vor 2 Tagen gelaufen ist, also bis zum 31.12. plus das Ende der letzten Saison, also quasi vom 31.1. bis eben Ende der Playoffs. Und das war schon trickier, als würde man einfach eine ganze Saison ranken, weil das dann deutlich leichter ist. Dann kannst du einfach den DPOY vorlesen und fertig ist. Und den MVP und deswegen musstest du halt gucken. Aber für mich gab es zum Beispiel bei der einen Position gibt es keine zwei Meinungen. Und ich weiß ja, was du gewählt hast und ich bin auf deine Erklärung gespannt. Weil für mich kannst du, und ich fange einfach mit dem MVP an, ich glaube, das ist okay, oder? Okay, wir fangen mit MVP an. Habt mir gerade eine Stimme ins Ohr geflüstert. Ey, wie gesagt, aus meiner Sicht gibt es keine zwei Meinungen. Wenn du nicht Nikola Jokic auf MVP hast, dann hast du irgendwas falsch gemacht. Der Kollege ist A, MVP geworden vergangene Saison, führt aktuell das MVP-Leader schon wieder auf der 1 an. Die Nuggets sind diese Saison wieder auf der 1 im Westen. Ja, haben nur anderthalb Spiele hinter, also Rückstand auf die Celtics. Jokic ist, wie gesagt, Back-to-Back-MVP. Hat die vergangene Saison schon alle Advanced Stats angeführt und hat jetzt Karrierebestwerte im Offensive Rating, im Net Rating, im True Shooting Percentage, Effective Field Goal Percentage, Freiwurfrate und so weiter und so weiter. Nikola Jokic ist unangefochten der MVP der letzten 12 Monate. Und da kommt, es geht nicht, lass kein Argument zu. So, jetzt Nein, kannst du. weil gerade du hast das gerade eben noch so schön benannt, dass du das Ganze sehen musst. Ja, warum ist Curry kein MVP geworden? Weil in dem Moment, wo der Preis vergeben wurde, kam er. Hast du vergessen? Der Typ hat einfach All-Time-Leading-Score, Dreier, höchste Punktzahl geknackt für die meisten Dreier. Das darf man bitte hier nicht vergessen. Das Problem war dann. Und sorry, der Druck, der da auf einem gelastet hat, dann das Ganze, dieses, okay, wir wollen jetzt die Championship holen, Ich weil wusste wir nicht, wollen dass es eine zeigen, dass wir es Statistik auch für ohne Ich wusste KD. nicht, dass es eine Statistik für Druck gibt. Finde ich die irgendwo oder Nein, gibt es das auch? pass jetzt, du musst, wir sehen das Ganze. Deswegen, jetzt kommen wir in den Punkt, das Ganze, dass sein Problem war, warum er nicht MVP geworden ist, weil er danach ein bisschen eingebrochen Ein ist, bisschen eingebrochen ist, ein er hat die bisschen eingebrochen schlechteste ist. Dreierquote seiner ganzen Ja. Karriere gehabt. Aber, Das ist doch sorry, haben wir scheiße. nicht davor gesehen, dass das ist so albern, das ist so albern, das darauf zu bewerten, du bist doch nicht All-Time-Dreier-Leader mit den meisten Punkten, wenn man nicht wüsste, dass er das nicht kann. Das ist einfach so viel Du gewesen musst dir und das jeder bewerten, hat was mal da einen ist. Moment, ja, aber es war doch nur eine kurze Zeit am Ende des Tages. Guck doch mal, wie es weitergegangen ist. Das waren eine kurze 2 Monate. Wie ist es denn dann weitergegangen? Guck dir doch mal die Finals an, wie er dann den Championship getragen hat, wie er performt hat, was der abgeliefert hat. Das Und ist ein ganz kurz, Playoff zählt nicht zur Regular Season, ne? ja, aber trotzdem, wir bewerten ja das ganze Jahr. Wir wollen ja das ganze Jahr betrachten von dem. Es geht ja jetzt nicht, wir machen ja kein MVP-Voting jetzt für, warum er Jokic Aber MVP geworden ist. der MVP wird doch in der Regular Season vergeben. Wir sprechen ja nicht über ein Finals Ja, MVP. Das macht ja natürlich, keinen Sinn. natürlich, aber wir Nein. betrachten noch gerade das ganze Jahr. Ja, Ja, na, aber doch nicht ja. Playoffs. Du kannst doch kein MVP, das sagt der Name ja schon. Wir sagen ja nicht Playoff-MVP. Nee, Nein, wir das sage müssen die ich doch auch Playoffs gar nicht. Nein, auswerten. ich erwähne nur seine krassen Play. Nein, wenn wir das ganze Jahr betrachten, dann geht es ja um die ganze Leistung, die er das Jahr über gebracht hat. Wir haben hier ganz klar gesagt, wir betrachten das ganze Jahr um die Leistung. Es macht aber Ja? bei dem Namen MVP wenig Sinn, weil das ein Regular Season Award ist. Aber egal, okay, ich Dann gewinne die Debatte ja trotzdem. Ist mir ja egal. Also nimm deswegen von lass mal mir aus, weitermachen. nimm die Nee, Finals von mir doch mach auch weiter. raus. Lass Am Final Ende super. des Curry, Tages, guter Mann. wer hat den krassesten Rekord ever geknackt und aufgelegt? Und guck mal, der Bub ist 32? Ja? Das heißt, der ist ja noch lange nicht an dem Punkt, dass nicht diese All-Time-Highest-Score-Leading-List der Dreier nicht noch als weiter und weiter nach oben geht. Ja? Du Das darfst hat nicht doch nichts, vergessen, aber das hat das er doch ist nicht letzte Regular Saison gemacht. Season. Er hat doch nicht, Es ist er hat immer. in letzter Saison geknackt, aber er hat doch die Vorarbeit davor geliefert. Letzte Saison war das schlechteste Dreierjahr ever, was er je gehabt hat. Ja, das stimmt, aber trotzdem gehört es zum letzten Jahr dazu. Und dann musst du überlegen, wie hat der jetzt angefangen? Guck dir doch mal jetzt die Season an, ja? So, jetzt steht die Warriors da. Natürlich sind die aktuell nicht in der Tabelle da, wo sie sein sollten. Aber warum sind die überhaupt da, dass sie nicht ganz unten stehen? Weil Curry überragend abliefert. Curry ist einfach
unfassbar, wie er das Team trägt, zu sehen, was er für eine Bedeutung für dieses Team hat. Und sorry, das ist. Und das tut mir leid, du kannst da einfach die Championship in dem Sinne nicht rausnehmen, weil es ja ein Sinnbild Ach, dessen sie ist, zu drin, sehen, weil du ist okay kannst. für mich. Ja, und das ist einfach ihm zu danken, ja, was er abliefert für das Team, was er capable of ist, da ist einfach am Ende des Tages, und das darfst du nicht vergessen, wo stehen die Nuggets in der Tabelle, ja? Das ist auch, du musst ja trotzdem sehen, was war letztes Jahr mit den Nuggets los, wo ich auch sagen muss, es sehr fraglich war, dass Jokic den MVP bekommen hat. Ja, Was? es war, nein, ja, weil, guck doch mal, wir betrachten immer den Punkt mit dem MVP, wo steht am Ende das Team, am Ende des Jahres, der Season? Ey, Ja, du und kannst wir nicht, haben. sorry, ganz kurz, ich muss jetzt auch mal ganz einwerfen, wenn du jetzt, ich lasse dir dann auch mal sehr lange auch für Zeit für deine Ausführung, aber du kannst doch nicht, wenn Jokic hat 65% aller First Votes bekommen, 65%. Das heißt, du willst sagen, 65% aller Journalisten auf dieser Welt, die für Jokic gewotet haben, haben keine Ahnung und Steph Curry ist in dem Jahr Platz 8 Nein, nein, gelandet. nein, Du nein, sagst, die nein. haben alle keine Ahnung. Wir reden hier nicht von dem MVP, wenn wir davon reden, dass wir nur den MVP-Titel Du meinst doch gerade, besprechen du von der meinst doch gerade letzten Jokic. Saison. Aber nee, Moment, du meintest gerade eben, Jokic ist nicht gerechtfertigt Nicht MVP zu un. geworden. Nein, es ist ein bisschen hart ausgedrückt, nicht zu un nicht ungerechtfertigt, aber trotzdem fand ich den Fact immer hart. Also ich persönlich, ich finde er, es ist okay, ihn dem zu geben. Ich persönlich hätte ihn ihm nicht gegeben. Weil ich sagen muss, am Ende des Tages, finde ich, zählt die Leistung, wo das Team in der Tabelle steht, wiegt für mich einfach deutlich höher. Und das ist für mich, da finde ich, hätte man einfach am Ende des Tages ihnen nicht geben können, weil die Nuggets nicht da in der Tabelle gestanden haben, wo jemand stehen sollte, der den MVP verleiht bekommt. Verliehen? Ah, mein Deutsch. Das und das finde ich Die ist. Nuggets haben die Saison auf Platz 3 abgeschlossen. Die haben die nicht, die sind nicht mit Platz 3, die waren 5. Oh, warte, ich bin bei Nee, nee, 2020, nee. 21. Ja, Sogar ja, ja. Platz 6. Genau, stimmt, das war die Saison Platz Platz 6, 6, ja, Platz wo 6. Jokic Ja. alleine ohne Supporting Cast und wo man es Ja. überhaupt nicht für möglich gehalten hat, das ganze Team geschultert hat und alleine in die Playoffs geführt hat. Ja, stimmt, das war die Saison. Ja, Was dennoch trotzdem. außerordentlich Trotzdem, Platz betrachtlich ist. 6. Platz Ja, 6 ist ist okay. trotzdem, du weißt, dass das viel umstritten, also sehr umstritten war und viel Nee, diskutiert war es ja nicht, wurde. weil er 65% aller First Es Place war, Awards ja, hatte. aber in, ja, Platz bei 2, den warte Leuten, ganz die das kurz. abgestimmt haben, aber nicht in der Ja. großen Masse. Die große Masse war der Meinung, dass du jemanden nicht unbedingt, es war immer eine Diskussion, kannst du jemanden Aber einen was interessiert. MVP-Titel geben, wo du mit deinem Team am Ende Platz 6 stehst? Ja, Ist Platz so. 6 ist ja auch völlig in Ordnung. Klar, wenn du alle Advanced Stats anführst, die es Naja. jemals gegeben hat, ja, dann easy. Und wenn du diese Saison halt quasi die Advanced Stats quasi nochmal pulverisierst und nochmal deine Karrierebestwerte raushaust und Rekorde brichst wie kein Zweiter, pass auf. Die letzten, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz, fuck, ich finde es nicht so Und schnell. Die wie letzten er elf, immer noch ein Rekord ganz zählt? kurz, die letzten 11 Spiele von Jokic, ja, 43 Punkte, 25, 40, 13. Wenn er 13 Punkte gemacht hat, hat er aber auch 13 Assists und 13 Rebounds geholt. 29 Punkte, 41 Punkte, 20, 9 und 11, also wieder fast ein Triple-Double. 40 Punkte, 19 Punkte, 12 und 12, 30, Hat auch 12 und keiner 12. gesagt, dass der nicht krasse Stats aufgelegt hat. Das Aber ist diese Saison, trotzdem das sind die ist letzten 11 unsere, Spiele. wie gesagt, das ist eine Sache, ich gebe ihm von mir aus den MVP-Titel. Wie gesagt, ich finde es immer noch ein bisschen, Platz Klar gibst 6 du ihm den finde ich MVP-Titel, das ist ja gar fragwürdig. nicht diskutabel. Aber wir reden um den MVP jetzt von dem ganzen Jahr. Und da musst du einfach sehen, was mit was Curry, da hat einfach, sorry, ist es einfach, wie er sie zur Championship geführt hat. Er hat den Rekord eingestellt. Auch jetzt, wie er performt in der aktuellen Season, wie er das Team trägt. Es ist für mich einfach so krass zu sehen, Du was hast bei dieser Curry Typ leistet. zwei Argumente. Das eine Argument ist sein Rekord. Der Rekord tut überhaupt nicht zur Sache. Der Rekord wäre völlig irrelevant. Stell dir mal vor, er hätte nur einen Dreier gebraucht in der letzten Saison, um diesen Rekord zu brechen. Wäre es dann die ultra krasse Saison gewesen, wenn Curry nur einen Dreier geholt hätte, weil er Nein, dann einen natürlich Rekord gemacht zählt dir hat? was zur Sache. Ey, du bist so witzig, du musst doch die ganze. Letztendlich ist das doch eine Stat, ein Award, ein Lifetime-Legacy-Punkt, der in diesem Jahr vollbracht wurde. Dann Aber ist ist doch doch egal. irrelevant. Weil dann Ich habe doch kannst. gerade. Nein! Weil es doch was Natürlich. unterstreicht, weil es doch was unterstreicht, Ja, was dass bringt es dir denn, er. wenn du die schlechteste Dreier-Saison gemacht hast, wenn du einen Dreier-Rekord gebrochen hast, den du halt die Jahre davor erarbeitet hast? Wenn ihm nur ein einziger Dreier gefehlt hätte und Curry hätte letzte Saison nur einen einzigen Dreier geworfen, in der ganzen Saison, und Nein. hätte aber in der Saison diesen Rekord gebrochen, wäre das dann eine krasse Saison von ihm gewesen? Natürlich Nein, nicht. weil Er er hat letzte trotzdem Saison in die diesem Jahr, schlechteste nein, Dreier-Saison ja, gehabt, aber ever. trotzdem hat er in diesem Jahr den Rekord geknackt, was trotzdem darin ja das untermalt und aufzeigt,
was er einfach für ein Spieler ist. Und dann kannst du das nicht ausschalten, nur weil er dann spät im Nachhinein. Nein, sorry. Das macht keinen Sinn. Kannst du nicht. Nein, du kannst nicht, natürlich, du kannst nicht das als Argument nehmen, wenn das die schlechteste Dreier-Saison gewesen ist. Das ist ein Dreier-Rekord. Natürlich kannst das du macht das gar keinen Sinn. Als Argument nehmen, weil trotzdem hat er ja trotzdem, nur weil es in seinem Verhältnis die schlechteste Saison war, aber das heißt ja nicht, dass er nicht krass viele Dreier genommen hat, sonst hätte er den Rekord ja auch nicht geknackt. Drückst mich also, auf. Das tue ich mich auch gerade auf. Ohne Witz, das macht gar keinen. Pass auf, und pass auf, ganz kurz. Können wir mal hier abstimmen, wie viele im Chat meiner Meinung sind? Du blendest einfach 82 Spiele vorher aus und sagst mir, ja, der hat aber den Dreier gewonnen, den Rekord gewonnen und der hat die Chip geholt. Die Chip ist ja ein cooles Argument. Wenn wir das mit reinziehen, dann gebe ich dir dieses Argument ja auch. Das ist ja auch fair. Er hat ja auch eine überragende Playoffs gespielt. Da ist überhaupt nichts gegen einzuwenden. Aber und du blendest halt einfach zu sehen, wie er jetzt zuletzt in der Season gespielt hat. Ne? Ja, zuletzt, hat er erstmal 8 Spiele gefehlt. So. Ja, und die davor? Dass die Warriors überhaupt überlebt haben? Echt? Ich weiß nicht, ob die on the road überlebt haben. Die waren 0-12. Was du über Curry sagst. Junge, Junge, Junge. Du und dein Jokic, der hat einfach Größe und Masse und schiebt alle weg und macht da so. Nur noch mal ganz kurz. Steph Curry hat 0 Votes bekommen im MVP-Voting vergangenes Jahr und das hat einen Grund. 0 First Place, 4 Punkte hat er geholt von möglichen 1000. Weil er die 2 Monate davor nicht so geil war. Jeder hat mal Tiefphasen, aber du musst am Ende die ganze Season betrachten. So. Naja, also wir betrachten ja gerade das ganze Jahr. Ist ja in Ordnung. Deswegen hast du ja den einen Punkt. Deswegen ist er nicht bei mir Platz 8, sondern wäre so Platz 4 oder 5 oder so in dem Rating gewesen. 2. Curry, ganz ehrlich, Junge, wär so krass. Das ist einfach, sorry, ich habe halt auch einfach die Playoffs mit reinberechnet, weil wir das ganze Jahr betrachtet gesagt haben. Ist auch in Ordnung, kannst du dich auch, aber trotzdem musst du Jungs. Ganz ehrlich. Guck dir das an, wie sie allen Hatern gezeigt haben, we prove you wrong und haben diese scheiß Championship geholt. Yes, das ist ja auch nice. Bam. Ist ja auch ein geiler Chip, kann man ja nichts gegen sagen, aber trotzdem so ist Steph Curry hat einfach niemals MVP der letzten 12 Monate. Wirklich, das geht einfach nicht. Muss Jokic sein. Hey, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn dir das hier gefallen hat, dann lass doch gerne noch ein Like und ein Abo da. Und wenn du noch ein bisschen mehr sehen möchtest von uns, dann guck dir doch auch die anderen Segmente von Bring It On The Post an oder die anderen Shows, die wir hier auf Ballbots haben.